So, hallo Leute, da bin ich mal wieder und heute nicht vom PC am Zocken, sondern vom Handy. Hat aber auch mit Zocken zu tun, also von dem her fangen wir einfach mal an. Ich zeige euch, was ich hier für euch habe. Und zwar die App, die heißt App-like. Das ist ein ganz tolles Ding, wenn ihr sowieso viel am Handy hängt. Ich mache das mal auf und zeige euch mal, was das eigentlich ist. So, App-like wird gestartet. So, ihr hängt eh viel am Handy. Und zockt oft am Handy oder habt kleine Minigames drauf, dann ist die App eigentlich perfekt für euch. Und zwar fangen wir mal an hier. So, hier haben wir den Reiter empfohlen, wo wir gerade drauf sind hier. Die ist jetzt leer bei mir, weil ich schon alles, was empfohlen ist, auf dem Handy installiert habe. So, dann gehen wir weiter zu dem Punkt, und zwar aktive Apps. Hier sind die ganzen Apps, die dann auf der empfohlen Seite hier empfohlen werden, logischerweise. Und die kann man sich dann installieren. Und dann erscheinen die nicht mehr in der Empfohlenliste, sondern in der aktive Apps-Liste. So, da haben wir jetzt schon jede Menge Apps drauf. Zum Beispiel hier Gummy Drop, Otto App, Empire Four Kingdoms, Dorfleben Küste und so weiter und so fort. Die werden dann installiert. So, dann hat man hier eine Zeit stehen. 13 Minuten 40 gibt es 324 M-Coins. So, erkläre ich euch das mal. Anfangen tut das immer mit einer Minute, nachdem man Punkte bekommt. Und es steigert sich dann immer weiter nach oben, von einer Minute, 2 Minuten, 5 Minuten und so weiter. Und je länger man auf die Punkte warten muss, desto mehr Punkte gibt es natürlich auch. Das ist schon mal ganz gut gemacht. Bei dem einen Spiel da unten bin ich jetzt schon bei 7 Stunden, 10 Minuten, um die nächsten 673 Coins zu bekommen. Und ja, ihr seht schon, die Zeiten, ja, sind eine kürzere Zeit und mehr Coins. Ja, weil ich die App schon offen hatte, das sieht man diesen kleinen grauen Kreis um das App, um den App-Button herum. Und der zeigt an, wie viel von der gesamten Zeit, die man warten muss, schon abgelaufen ist. Genau. Und dann gibt es noch unterschiedliche Einstufungen von Apps, die werden euch aber bei den Empfehlungen angezeigt. Da wird dann angezeigt wenig Coins, viele Coins, sehr viele Coins und extrem viele Coins. Genau, und entsprechend werdet ihr dann entlohnt. Und das funktioniert, wenn ihr die App offen habt, dann werdet ihr entlohnt. Und dann seht ihr oben im Bildschirm eingeblendet, also da ungefähr, wo jetzt mein Profilbild ist, bekommt dann eine Meldung, wenn die Zeit rum ist. Ihr habt so und so viele Coins für die App bekommen. Hier haben wir dann die Liste von den ganzen Apps, die wir haben, wie vorhin schon gesagt. Und da kann man dann entweder hier draufklicken, dann geht nochmal pro Spiel ein Menü auf und dann wird einem hier unter dem Bild nochmal angezeigt, wie viel Coins man bekommt, wie das Spiel heißt, wann man letztes Mal genutzt hat, wie viele Punkte man insgesamt damit gemacht hat, wann es die nächsten Punkte gibt, die App löschen und jetzt spielen. So, hier kann man dann genau einsehen, um wie viel Uhr, ja, ich habe es nachts offen gehabt, man dann wie viele Punkte bekommt. 15:46, das war vorhin. Und da kann man dann alles einsehen. Dann zeige ich euch mal eine andere App. Ich glaube, die hier gab wenig Punkte. Genau. Da gibt es viele, also mittler. Noch gar nicht benutzt. Gelbe Seiten gibt es sehr viele Coins, also M-Coins. Dann haben wir hier bei Slotpark haben wir zum Beispiel auch wieder extrem viele Coins. Da kann man das dann alles einsehen. Und dann gibt es hier diesen Button, da kann man das dann starten, das Spiel auf dem Orangenen. Oder man kann das hier rechts direkt auf diesem Dreiecks-Pfeil starten. Und dann geht das Spiel direkt auf, ohne dass man das suchen muss. Das ist ganz cool gemacht. So, dann können wir mal hier auf Konto gehen. Ach, übrigens, und die App ist schon ganz normal aus dem Play Store installiert. Also null Problem. Hier haben wir Konto, jetzt haben wir hier alles draufstehen, was heute passiert ist. Da habe ich zum Beispiel 3000 Punkte für Gummy Drop, 1200 Punkte für Pocket Evolution und 2000 Punkte für Everni bekommen. Ja, es ist ein bisschen zeitaufwendig, aber wenn ihr eh viel am Handy hängt, eigentlich null Problem. Ja, so, dann gucken wir mal weiter durch die App. Ich bin jetzt, gibt es die Level-Aufteilung hier. Ich bin jetzt Level 16. Auch um das Profilbild ist ein Kreis rum, der wird mit den Punkten aufgefüllt. Wenn man der voll ist, gibt es ein Level Up. Dann bekommt man eine Meldung, dass man noch mehr Punkte bekommen kann, wenn man die Lotterie öffnet. Dann dreht sich ja so ein Lotterieding und dann bekommt man nochmal Bonuspunkte gut geschrieben, meistens so um die 200 bis 400 Punkte.
Genau, fangen wir links oben weiter an. So, da haben wir so ein Menü wie eigentlich fast in jeder normalen App inzwischen auch. Da meldet man sich über das Google-Konto an. Genau, dann haben wir hier nochmal empfohlen, aktiv und Konto, sowie in den Reitern hier auch. Und dann kommt das Interessante der App, und zwar Prämien. Man kann sich die Punkte einlösen und die werden euch gar nicht so schlecht entlohnt, wie ich finde. Ich habe jetzt die App 4-5 Tage drauf. 88.000 Punkte sind fast 10 Euro. So, Anfang tut es ab 50 Cent, 1 Euro, 2,50 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro und 20 Euro. So, und dass ihr jetzt nicht denkt, es gibt nur PayPal, es gibt auch Gutscheine in Form von Play Store, Amazon oder ja, Forge of Empires Diamanten. Ja, der Wert ist auch so ganz normal aufgestaffelt, bei jedem gleiche Punkte ist der gleiche Wert. Das ist eigentlich ganz cool. Ich bin jetzt noch mal überlegen, ob ich mir einen Amazon-Gutschein oder einen PayPal-Gutschein ausbezahlen lasse. Aber ich spare jetzt erstmal noch ein bisschen weiter. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. So, nehmen wir die Gutscheine. Dann können wir hier auf die M-Coins klicken. Dann sind wir wieder bei Konto. Und da wird einem dann wieder aufgezeigt, was man hier verdient hat. Insgesamt 88.048 M-Coins. Ja, da wieder die aktiven Apps. Ja, und dann läuft der Kreis, jedes Mal, wenn man die App lädt, wird der Kreis um das Spiel neu geladen, falls das letztes Mal nicht aktualisiert wurde, also keine Sorge, dass das nicht funktioniert, das funktioniert wunderbar. Wie gesagt, ich habe die gerade mal seit ein paar Tagen drauf und wirklich für jeden zu empfehlen, der viel am Handy hängt. Ja, das war es eigentlich von mir zu der App. Neulich gefunden, fand ich echt mega, mega cool und ja, ja kann ich nur weiterempfehlen und richtig, und ihr könnt übrigens auch Freunde einladen. Haben wir noch gar nicht weiter geschaut. Freunde einladen, hier. Da kann man dann Freunde einladen, per WhatsApp oder anderen Apps hier unten. Und dann pro Freund erhältst du einmalig 250 M-Coins. Und zusätzlich erhält man 25% von den Coins, die der Freund davon einnimmt. Und 25% kriegt der Freund, was ich einnehme. Also die Entlohnung ist echt sehr, sehr, sehr geil. Könnt ihr ruhig weiterschicken und weiterempfehlen. Ihr dürft auch gerne mich einladen. Das ist überhaupt kein Problem. Da kann man sich dann in Kontakt setzen. Ja, das war's jetzt von mir dazu. Ich wünsche euch viel Spaß mit der App und hoffe, es hat euch gefallen und Interesse geweckt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.